Da steht es ja in den Original Husqvarna Farben, das 2021er MC5 Mountain Cross 5. Nico, du hast eben noch gesagt, das ist ein Hotseller, weil er kostet nicht 7.000 oder 8.000 Euro, er kostet nur knapp 5.000 Euro. Aber die Komponenten, die verbaut sind, die lassen die fahrradbegeisterten Herzen höher schlagen und natürlich auch das Design. Das heißt, hier hebt man sich doch stark von der Masse aller Highbikes ab auf dieser Welt und wie sie alle heißen, die ganz tolle Leistung bringen und auch ganz hervorragend sind. Aber Husqvarna, da weiß jeder, irgendwie klingt das komisch nach Qualität. Also es ist irgendwie ganz verdächtig. Ja, das spiegeln uns die Kunden auch wieder, weil wir haben ganz viele Kunden, die reinkommen und sagen, oh, Husqvarna, machen die auch Fahrräder? Ich hatte es in irgendeinem Video auch schon mal erzählt gehabt, glaube ich. Aber viele haben den Rasenmäher, die Motorsäge von Husqvarna. Und wenn ich die dann frage, sind sie mit der Qualität denn zufrieden mit dem Produkt? Würden sie nochmal ein Husqvarna-Produkt kaufen? Ist es zu 100% ja. Muss ich wirklich sagen, also nicht nur 99%, sondern alle Kunden haben mir bis jetzt gesagt gehabt, das ist ein tolles Produkt, das würde ich immer wieder kaufen, die habe ich schon 10 Jahre, 15 Jahre, wie auch immer. Und das war auch damals oder vor 3 Jahren mit die Entscheidung zu sagen, okay, Husqvarna nehmen wir auch mit ins Portfolio auf. Die Marke basiert ja rein nur auf E-Bikes, das heißt, hier gibt es keine Räder ohne Motor oder Kinderräder oder ähnliches. Hier haben wir wirklich nur rein den Punkt, hochwertige E-Bikes im Bereich Trekking, Mountainbike, das ist so das Kernthema dort dabei. Und das diesjährige MC5 ist für mich so das Rad, was eigentlich alles mit vereint. Es ist nicht gleich in der Preislage 7.000, 8.000 Euro, hat die Husqvarna Farben, weil viele Kunden stehen absolut auch auf dieses Weiß-Blau-Gelb. Ähnlich wie bei der Telekom das Magenta oder bei KTM das Orange. So ist es bei Husqvarna einfach das Weiß-Blau-Gelb. Und da bin ich jetzt froh, dass wir hier im Modelljahr 2021 ein Rad haben, was auch diese Farben vereint, aber zu einem, ja, ich will jetzt nicht sagen günstigeren Preis, aber zu einem humaneren Preis, wo ich wirklich nicht gleich auf 7.000, 8.000 Euro gehen muss, so wie das im Modelljahr 2020 gewesen ist. Ja, das Besondere hierbei ist, dass die Veränderung der Modelle selber nur über die Rahmenhöhe, über das Standrohr geschieht. Und das bedeutet, dass die Geometrie von dem Rahmen eigentlich vollkommen identisch ist, bis auf die Höhe von diesem Rohr und natürlich noch ein, zwei andere Komponenten, aber das ist das Haupt. Und die Länge natürlich. Ja. Also, aber man sieht das jetzt hier, das ist jetzt Rahmengröße L, wir haben unten ein XL. Beim XL wird der Dom nochmals länger, aber der Vorteil ist halt wirklich, dass wir eine extrem hohe Schrittfreiheit haben. Ne? Also bei einem kleinen ist die schon gering, sprich bei einem S, aber jetzt bei einem XL, der Fahrer mein Grad, er könnte da oder der hat so viel Platz hier zwischen Schritt und Oberrohr, also da kann nichts passieren. Da könnte man ja auf die Idee kommen, eine Nummer größer zu fahren. Das heißt, wenn ich ja so viel Schrittfreiheit habe, normalerweise muss ich ja als kleiner Mensch dann ganz kleine Fahrräder fahren. Hier hätte ich vielleicht eine Nummer größer, wenn ich will. Macht das eigentlich nicht aus, weil das Rad wird ja auch länger. Es muss ja in der Proportion ja auch passen. Und hinzu kommt natürlich halt auch, die absenkbaren Stützen haben ja einen gewissen Hub, ne, eine gewisse Einbaulänge. Und jetzt kann ich, wenn das meine Sattelhöhe ist und das nächste Rad ist 5 cm höher, dann reichen die 3,5 cm hier nicht aus. Ne? Dann fehlt es mir einfach in der Schritthöhe oder, sage ich mal, von der Sitzposition her. Das MC oder die MC-Serie Mountain Cross ist, sage ich mal, auch die meistverkaufteste. 150 mm Federweg, das heißt, wir haben ein Rad, da kann ich es wirklich bergrunter krachen lassen. Da kann ich aber auch nochmal den Trail mit hoch. Klar, ja, mit Motorunterstützung. Und auch die Besonderheit ist ja ganz einfach, warum auch die Husqvarna-Modelle dieses Jahr so spät gekommen sind, ist einfach der neue EP8-Motor von Shimano. Ist ja jetzt so ein bisschen die neue Referenz, sage ich mal. Zwar nicht in der Newtonmeterzahl, mit 85 Newtonmeter liegt er also gleich wie der Bosch, der ja dieses Jahr auch nachgezogen hat von 75 auf 85 oder auch ein Yamaha PWX2. Aber er ist noch mal ein bisschen schlanker geworden. Wir haben ein Gewicht von 2,6 Kilo. Die gesamte Motoreinheit ist in sich kompakter. Und was ich jetzt auch schon selbst erfahren habe, ist, dass er deutlich leiser ist. Wo manch einer bei einem Porsche sagt, okay, ist schon lauter, ne, im Vergleich zum Vorgänger.
Und das macht den neuen Motor aus. Kombiniert wird es dann mit einem 630 Wattstunden Akku. Wir haben keinen originalen. Der ist da drin, ja? Genau, der ist hier mit drin. Und ist also hier in dem Fall halt auch eine Variante, wo ich dann auch die nötige Reichweite ganz einfach habe. Besonderheit natürlich auch, also es gibt viele Facetten, Details, Lackierung ist immer wieder das Thema, die Lackierungen sind immer noch gleich wie vor 3 Jahren auch, das heißt vom Design her, diese Übergänge, auch das Thema Startknopf hat man von Anfang an gespielt, ähnlich wie beim Auto, du hörst mal nicht starten, ne? Ist ja blau. Warte, ich zeig mal, ich komme auf deine Seite. Das Display ist anders. Genau, und wir haben jetzt im Prinzip ein neues Display bekommen, was ein Ticken größer ist. Wir haben ja das kleine vom 8000er Motor beispielsweise. Wollten viele haben, das heißt besser genau, lesbar. Das hier ist auch reduziert. Es ist jetzt kein im Vergleich ein Kiox oder ähnliches, das heißt in seiner Funktionalität. Wir haben die Unterfunktionen natürlich halt auch. Wir haben die Modis. Also wir haben jede Menge Möglichkeiten. Hier haben wir das Untermenü dann, wo wir wirklich dann halt auch die wichtigsten Sachen sehen. Weil für mich ist auch immer das Thema, ich muss jetzt nicht bei 2 Stunden Fahrradfahren eine Stunde auf das Display gucken, weil ich will ja Fahrrad fahren. Echt nicht? Und die wichtigsten, nee, du. Gedacht, du guckst die ganze Zeit aufs Display. Nein. Vielleicht war es ein bisschen... Es geht ja ums Fahren, dann will ich vielleicht mal wissen, okay, wie viel Kapazität habe ich noch, was sagt der Akku, wie schnell fahre ich, aber mehr muss ich eigentlich nicht wissen. Da ist jeder unterschiedlich, ob ich jetzt noch ein Garmin oder ähnliches drauf habe. Ja, gut, ich sehe die Restreichweite, das langt mir ja meistens. Genau. Denn ich sag mal, die Geschwindigkeit ist eine Sache, das will man vielleicht auch mal wissen, wenn man berg runterfährt, ob ich jetzt 52 km/h habe mittlerweile, und das habe ich verstanden. Die Rahmengröße hier ist jetzt ein L. Ist das L gut für dich? Ich würde jetzt ein L fahren, ja. Ja, dann fahr mal, genau, fahr mal bitte. Dass man ungefähr mal sieht, wie ein großer Mensch, du bist 1,97 Meter, 85 nur. So, das war früher übrigens in den, also ich weiß nicht, ob das gewusst hat, in den Zeitschriften in den 70er Jahren, weißt du, was die verkauft haben? Nee. Die haben Spezialschuhe verkauft, mit denen kleine Männer bis zu 12 cm größer sind. Ich habe mir das nochmal im Rahmen der Magisterarbeit meiner Frau mir alles angucken müssen. Und die haben die ganz oft verkauft. Das war früher ein Problem. Heute ist das kein Thema. Sie haben selber tragen müssen. Warte, ich zeig dich mal gerade. Da gab es so ganz viele Mittel gegen Erröten bei Frauen. Ah, okay. Was auch immer das heißt. Ja, also steht dir gut. Danke. Allerdings wäre das jetzt die Brötchenhol-Variante in Jeans und Hoodie. Und jetzt stelle ich mir dich gerade mal vor in, ich sag mal, ordentlicher Kleidung. Denn im Wald kannst du ja schon mal spritzen, wenn es ein bisschen jetzt gerade Matschwetter mit allem drum und dran. Auch da lernt man dazu. Die Leute fahren immer mehr im Winter. Also jetzt gerade draußen, jetzt haben wir 1 Grad. Du triffst andauernd Mountainbiker. Ja, jetzt dieses Wochenende. Wir haben jetzt heute den 11. Januar, glaube ich. Ja, genau. Und ich war jetzt am Wochenende Radfahren gewesen und es war jetzt wirklich frostig bei uns. Das war der Vorteil, dass es dann nicht schlammig im Wald war, sondern hart gefrorener Boden. Ja. Und da, also Spaziergänger ja sowieso, aber auch viele Radfahrer unterwegs. Und ich sage jetzt mal, bei 1 Grad ist halt schon kalt. Da musst du schon vernünftige Kleidung halt auch anhaben. Und ja, hat Spaß gemacht. Das glaube ich. Ja, tolles Fahrrad. Gehen wir nochmal kurz auf die Schaltung ein, die Diore verbaut. Genau. Wir haben eine Diore 12-Gang, also auch die Diore-Gruppe ist ja im Shimano-Sortiment komplett auf 12-fach gegangen. Da gab es ja einen relativ großen Sprung. Meistens fangen wir bei der XTR an, gehen auf die XT, SLX, Diore. Und das ging jetzt in einem Zug mit SLX und Diore. Und die hat halt auch eine große Bandbreite, also auch absolut ausreichend, was das Gesamte angeht. Und macht halt auch einfach Spaß. Und vor allen Dingen funktioniert auch. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, bei 4.900 €, warum habe ich da noch keine XT oder ähnliches? Man muss halt wirklich dazu sagen, dass das Husqvarna im Detail, also auch von seiner Performance als vollgefedertes Rad, ein sehr extrem gutes und handliches Rad ist. Wir haben ja schon 2 Videos gemacht von einem HC-Modell und auch vom MC4. Beide Varianten haben wir auch schon verkauft und sind auch schon unterwegs und die Resonanz darauf ist absolut positiv. Es hat sich ja nichts geändert vom, sage ich mal, von der Machart des Rahmens. Neu kam halt natürlich jetzt der neue EP8-Motor mit rein,
aber im Großen und Ganzen ist die Performance die gleiche wie im Modelljahr 2020 und das ist immer noch die Kernbasis. Ob ich da mal ein XT-Schaltwerk oder ähnliches drauf mache, sei ja dahingestellt, aber ich sage jetzt mal, für 95% der Fahrer, denen reicht es auch mit einer Deore-Kuppe. Sehr schön, ja, der Motor gehört zu den leichtesten auf dem Markt. Jetzt sagt man zwar ja gut ein Kilo mehr oder weniger, das sind Welten. Also um ein Kilo ein Fahrrad leichter zu machen, da reden wir schon über Tausende von Euro. Und jetzt ist es mal eben der Motor. Ja, und man muss ja natürlich auch so sehen, dass die ganze Dimension ja schon sehr klein ist. Ich meine, irgendwo muss ja die Mechanik und die Funktionalität hin. Der weitere Vorteil ist aber noch, dass ich natürlich auch deutlich mehr Freiheit generiere, ne? Desto kleiner der Motor ist. Wir haben letztes Mal noch ein Hardtail gehabt, da musst du dir vorstellen, weil da war hier die Achse, da war die erste Generation Bosch-Motor und dann sitzt hier unten wie so ein Geschwür der Motor von damals. Also das hat sich schon grundlegend verändert. Ne? Als Steine, wo ich mal drüber fahre. Und jetzt ist so ein, also ich habe letztes Mal einen jungen Mann gesehen, der hat tatsächlich einen Bunnyhop gemacht, dann auch auf dem E-Bike, das geht, aber die sind natürlich schwerer, man kriegt sie nicht so gut hoch und da kann es sein, dass das Hinterrad auch mal oben bleibt. Das Vorderrad kriege ich ja dann noch hoch. Ja, schön, also das Beste mal Probe fahren. Was würdest du sagen, auf jeden Fall Probe fahren oder kann man das, wenn man, ich sag mal, sich auskennt, bedenkenlos auch online bestellen, die Geometrie ist professionell? Ja, also die egal von unseren Herstellern. Es kommt natürlich immer auf den individuellen Faktor drauf an. Wenn ich eh schon weiß, dass ich gewisse Probleme habe oder ähnliches, das ist wie, ich vergleiche es immer mit Schuhen. Wenn ich weiß, welche Größe ich habe bei den jeweiligen Herstellern, dann kann ich die ohne Probleme online bestellen. Ein Fahrrad muss natürlich schon passen und die Investition ist natürlich auch eine ganz andere, wie wenn ich jetzt ein paar Schuhe bestelle und die passen halt nicht. Aber im Großen und Ganzen ist die Probefahrt wichtig. Aber wenn ich es weiß, also in L-Rahmen fahre ich sowohl bei einem Husqvarna, das fahre ich bei einem Scott, das fahre ich bei einem Cube, das ist identisch. Nur jedes Rad ist halt auch anders konzeptioniert. Ne? Das muss man halt einfach so sehen. Sonst bräuchte man ja auch nicht verschiedene Hersteller. Okay, also wir sind bei Recycle. Thema Lieferbarkeit spreche ich lieber nicht drauf an. Im Moment habt ihr Räder. Ich sag mal, auch die Rahmengröße ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn Sie Interesse haben, zuschlagen. Man kann auch zum Beispiel die Hälfte anbezahlen, den Rest dann im Mai abholen. Das würde auch gehen, aber ich glaube, das hält doch keiner durch, oder? Bei so einem Husqvarna? Nee, die Leute wollen die Räder jetzt so schnell. Also selbst auch bei dem Wetter, und ich sag's ja nochmal, am Wochenende war es so schön, auch gestern war es so schön vom Wetter, du kannst jetzt auch noch fahren. Ne? Und gerade jetzt in einem Lockdown, ja, nochmal spazieren gehen und nochmal spazieren gehen, ist auch mittlerweile langweilig. Und die Leute, wir merken das ja auch an uns selber, man wird genervter, was ist die nächste Entscheidung, wird der Lockdown nochmal verlängert, all diese Sachen spiegeln sich so ein bisschen auch aufs Gemüt und man will... Fahrradfahren ist ja auch eine einzelne Sache, die Tandemräder sind ja aus der Mode gekommen, dass man sich da irgendwie, ja, tolle Geschichte, hier steht's, 4.899 Euro. Es gibt drei Möglichkeiten, wie Sie das jetzt erwerben können. Einmal hast du einen Shop, der sehr empfehlenswert ist, recycle.de. Haben die Jungs im Moment viel zu tun? Die Mädels? Also wir merken natürlich, dadurch, dass wir die Ladenlokale geschlossen haben, verlagert sich viel mehr in den Online-Bereich, dass die Kunden bestellen, also gerade auch regional gesprochen. Und genau, wenn du es mal kurz aufs Hinterrad hebst. Aufs Hinterrad? Ja, du kennst mich ja. Ich bin der alte Hinterradler. Skinblade nochmal gucken, ne? Ja, das sieht aber schön aus, oder? Ja, also hier siehst du das auch nochmal ein bisschen bewusster, weil dann der Motor natürlich schön integriert ist. Man hat hier nochmal eine Unterteilung halt auch zum Hauptrahmen direkt gesehen. Und ja, auch jetzt hier mit der Schrift, die drauf ist, die ist ja nicht nur draufgeklebt, die ist auch überlackiert. Das heißt, die hält auch. Wenn du das mal gerade hochdrehst, dass wir nur mal in die Batterie reingucken können. Wir haben jetzt keinen Schlüssel dabei, aber letztes Mal war es so zugebollert. Weißt du noch, haben wir es nicht aufbekommen. Die ersten waren wirklich so heftig zugedreht, dass wir es nicht öffnen konnten. So, jetzt. Das ist der Akku. Das ist jetzt kein Originalakku, hast du gesagt. Aber der Vorteil ist, es gibt sogar Adapter. Die kannst du rausnehmen. Da kannst du den so außerhalb vom Fahrrad auch laden. Der ist dabei, glaube ich sogar. Also hier ist es so, du kannst immer den Akku extern aufladen. Das ist also kein Problem. Ne? Der hat einen Anschluss unten. Ob ich jetzt den Anschluss nehme, der im Rahmen ist, in dem Fall sitzt der jetzt genau auf der anderen Seite. Das können wir nachher nochmal anschauen, wenn wir das Rad drehen. Aber hier kannst du den sowohl extern als auch dementsprechend direkt über die Ladebuchse im Rahmen laden. Das ist kein Problem. Sehr schön, bleib mal so stehen. Also, Sie können es entweder online bestellen auf recycle.de oder Sie gehen
nach Riegelsberg. Das ist praktisch der erste Laden, den du hattest. Und jetzt sind wir in St. Wendel. Der ist natürlich jetzt ohne Besucher. Wir drehen heute am Dienstag, den 12. Januar 2021. Und auch hier gibt es berührungsloses Abholen. Ihr nehmt das wirklich sehr ernst. Ich habe gesehen am Eingang, da gibt es also eine große Barriere. Ich fühle mich so ein bisschen wie in einer Edeldisco. Du kommst ja nicht rein, sondern ihr habt das abgetrennt. Leute können sich anmelden, jeweils einzeln reingehen und die haben eine Maske an und das wird dann berührungslos abgewickelt. Kann man das so sagen? Genau. Wir haben einfach hier bei uns einen Bereich geschaffen, in der Halle, das heißt also im Bereich, wir dürfen die Kundschaft ja nicht auf die Verkaufsfläche lassen und in dem Bereich können wir eine Annahme oder Abgabe von einem Produkt halt ohne Probleme durchführen, ne, auf die Distanz. Wir müssen es im Prinzip mit einer Barriere versehen, weil ansonsten ist der Effekt bei uns einfach so, die Leute laufen einfach rein und das dürfen sie halt leider nicht. Genau, ich bin ja schließlich der König-Kunde. So ist es. Du kannst aber nichts dafür, du hast die Regeln nicht gemacht, so sind sie halt mal. Und wir müssen damit leben und umgehen. Wir müssen damit leben, ja. Trotzdem die Öffnungszeiten hier? Wir sind, also die Werkstatt ist ja immer noch geöffnet. Das heißt, offiziell sind wir eigentlich da von montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr. Samstags haben wir aktuell bis zum 31. Januar geschlossen. Echt? Hört, hört. Aber ich glaube, die Jungs haben es auch verdient und Mädels, die in der Werkstatt sind. Das heißt also, ein kleines bisschen durchatmen. Normalerweise ist der Januar ja auch der Rekonvaleszenzmonat, bei dem ihr am meisten auch mal Urlaub machen könnt und so. Aber dieses Jahr ist wieder mal ganz anders. Selbst der Januar, der Dezember, der November, alles, ich sag mal, Monate auf Juni-Niveau vom Jahr 2019, gell? Ja, wir bereiten uns natürlich auch auf die kommende Saison vor, ne? Sprich auf das Modelljahr 21. Und wenn es im März dann halt auch wieder richtig losgeht, ja, jeder will mal noch einen Urlaub machen, bevor der Stressfaktor wieder nach oben geht. Wir haben einiges an Hausaufgaben zu tun, wo wir uns natürlich auch selber verbessern wollen, wo wir gerade im vergangenen Jahr gesehen haben, wo ein paar Defizite sind, damit wir im Servicegedanken halt auch nochmals besser werden. Also immer sehr kundenorientiert. Genau, heute sogar Workshop gemacht mit einem Berater. Hier geht's weiter. Zertifizierung steht an und. Genau. Also man kann jetzt auch viele Dinge machen, die vielleicht im Altersgeschäft nicht möglich wären. Danke Nico Ockenfels von recycle.de und das Husqvarna. Das MC5 in den Original-Husqvarna-Farben Gelb, Weiß und Blau. Tschüss. Ciao.